Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal um das Gerber Tri-Tip, so heißt das Ding. Der eine oder andere hat vielleicht schon davon gehört und das wollte ich einfach mal vorstellen. Das ist das gute Stück. Ist also so ganz kleines Mini-Beil. Hier passen sehr schöne breite Gürtel durch. Ich kann es Tip Up, Tip Down dran oder halt eben auch Scout-mäßig. Muss man gerade gucken, ob der da fokussiert. Quer am Gürtel, weil ich das da hinten umbauen kann. Kann das also dementsprechend verdrehen und dran schrauben. Oder ich mache Kordel durch und kann es auch als Neckknife tragen. Wer das unbedingt will, das Teil wiegt glaube ich über 200 Gramm. Eine Kneif ist dann schon, aber es gibt halt Leute, ne, denen ist das egal und warum nicht? Es ist halt, die Möglichkeit ist halt da. Ich kann es auch als EDC tragen, ich persönlich will das jetzt nicht machen, weil ich einfach die Verwendung dort findet habe als EDC. Hier wird es verriegelt, das heißt, das Ding kann nie rausfallen, das geht einfach nicht. Hier ist der Verriegelungsknopf und der geht halt so weit rüber, dass du halt, das kann nie rausfallen, dass da nichts passiert. Dann muss man das da drücken. Und das ist das Teil. Irgendwie mit dem Fokus. So ist glaube ich besser. Wir haben also hier eine ordentliche Klingenstärke von 4 mm. Die Griffe sind aus Kunststoff, irgendein Kunststoff, G10 ist das, glaube ich, kennt's. Soweit ich es noch in Erinnerung habe. Ist hier mit zwei Niete festgemacht, Lenderdöse. Hier habe ich sehr schöne, scharfe Schneide. Das Ding kommt also rattenscharf vom Werk aus. Wird absolut scharf geliefert. Der Stahl ist 7CR13 MOV. Das reicht für so ein Ding. Und hier habe ich noch mal ein bisschen was abgeflacht. Also nicht ich selber, das kommt so. Hier kann ich ein bisschen was abschaben oder so. Rinde oder, keine Ahnung, Birkenrinde oder sonst irgendwas. Das ist also nicht angeschärft. Das ist stumpf. Aber reicht für irgendwas abzukratzen, abzuschaben. Ja, Klingenlänge. Also die Schneide sind 7,5. Das ganze Teil ist um die 14 cm lang und die Klingendicke ist so um die 4 mm. Der Fokus, der ist aber schön halt. Ja, Gerber hat sich halt gedacht, für die Autoküche, hat das Ding konzipiert für die Autoküche und auch halt für am Hobo oder für den Hobo Holz zu machen. Und dazu ist es natürlich super geeignet. Durch die Klingendicke hat es natürlich enorme, ab hier, enorme Spaltwirkung. Das hilft für den Hobo wunderbar, klappt wunderbar. Hier haben wir so kleine Hohlschliff drin. Und die Klinge läuft sehr, sehr, sehr fein aus. Das hilft, das Ding schneidet auch dementsprechend. Ich kann damit Fleisch schneiden, Gemüse schnipple. Was man halt machen will. Kann Holz machen für den Hobo. Es wird nicht für jedermann was hin, dem einen oder anderen wird er denken, was ist denn das für ein Scheiß. Mir gefällt es, ich fand es eine sehr gute Idee und ja, Preis war 35 Euro. Wie gesagt, der Fokus, der ist richtig geil halt. Oder kommt mir das nur so vor? Ja, ich kann da schöne Löcher machen. Das funktioniert natürlich auch mit dem Ding. Ganz feine Locke. Kann ich dann mal Anzündholz machen. Geht also dementsprechend auch.
Ja, wer halt nicht mehr Messerpatone will und ein bisschen Hoboholz braucht, ich meine, Mora kann ich auch Hoboholz machen, das ist ein anderes Thema. Aber ich kann halt meine Klinge schonen, ich kann mein Messer schonen. Dann nehme ich mir Mora mit oder irgendeine 12 cm Klinge und das Teil und irgendeine Victorinox habe ich sowieso immer im Sack. Und da reicht das. Dann kann ich in den Wald gehen, kann mein Feuer schon machen, kann meine Stehgrille oder einen Topf mitnehmen, kann mir irgendeinen Gulaschtopf oder irgendwas machen, meine Zutaten, meine Paprika, Zwiebel, Gulasch. Kann alles damit zubereiten, kann mein Holz damit machen und fertig. Ich habe es von Amazon. Wie gesagt, Preise um die 35 Euro. Und es ist halt mal was anderes, ne? Und ein richtiges Beil oder so brauche ich im Wald nicht. Also ich habe da keinen Verwendungszweck davor. Deswegen. Was Gerber hätte machen können, also Schulz mal in die Hand. Bei mir ist es noch ein Vier-Finger-Messer. Wer jetzt größere Hände hat, wird es ein Drei-Finger-Messer. Was bei einem normalen kleinen Neckknife nicht das Problem wäre, aber das Ding hat halt eben sein Gewicht. Und da wäre es schon gut, wenn man es in vier Finger halten könnte. Wie gesagt, ich kann's. Ich kann's, aber wer größere Hände hat, der wird da hinten drüber rutschen. Das ist halt das endlichste Mango. Und um das Ding nicht größer zu machen, also im gesamte länger zu machen, hätte Gerber hingehen können und hätte hier können, dass ich ein bisschen mehr ausnehme. Nicht viel, ein bisschen mehr ausnehme, dass ich hier weiter vorgreifen kann. Und dann hätte auch jemand mit größeren Händen noch die vier Finger. Wie gesagt, ansonsten wäre es halt eben drei Finger. Und durchs Gewicht will man es doch schon ordentlich in der Hand haben. Das ist so das endlichste Mango, was ich da dran sehe, dass man das Headkenne ein bisschen weiter ausnehmen. Und da wäre der Griff länger, wo, obwohl der Griff die Länge ja an sich bleibt, aber ich kann ja weiter vorgreifen und dann ist der Griff halt auch länger. Obwohl halt die Gesamtlänge dann nicht verändert wird. Das Ding ist halt so kompakt gemacht wie möglich und das finde ich halt auch schon mal ganz, ganz gut. Das gibt es noch geschwärzt mit dem grünen Griff. Dann sieht das Ding halt auch taktisch aus. Oder halt eben Stonewash im schwarzen Griff. Ich habe es nur so gefunden, was mir ganz entgegenkommt für die Essenszubereitung. Muss ich nicht unbedingt beschichtet die Klinge haben. Mir macht zwar nichts aus, ich tue nur beschichtete Messer für die Essenszubereitung benutze. Aber viele Leute wollen das halt nicht und achten darauf. Und ja, wenn ich halt die Wahl habe, beschichtet oder nicht beschichtet, dann natürlich nicht beschichtet. Ja. Ja, wie gesagt, ich wollte es halt mal in die Kamerahalle. Die Verarbeitung ist gut. Und wen sowas interessiert, wer sowas sucht, da steht noch eine Nummer drauf. Das wird wahrscheinlich wohl die Artikelnummer oder was sind. Keine Ahnung. Fokussiert auch nicht. Fokussiert überhaupt nicht. Ja. Kunststoffscheide rastet anständig in. Ist auch dann fest, wie gesagt, weil das hier sehr weit drüber geht. Das kann nie rausrutschen. Bisschen Spiel hat es, aber ganz, ganz wenig. Und ich kann halt hier das umbauen. Tip up, tip down oder halt eben scoutmäßig. Und ja. Wollte ich halt einfach mal vorstellen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.